haben noch nichts. Ja, ich suche ja immer noch hier den Questgeber hier bei A. Oh. Nein! Jetzt ist er runtergefallen. Wir sind jetzt das A, da. Ja! Geh doch mal da. Geh doch mal da. Da, da? Mal weiter. Ein großes Dorf irgendwie. Ja, ne? Ja, klar. Ich meine, die sind ja auf der Burg. Und ist dir aufgefallen, dass alles falsch ist? Das ist nichts Neues. Das Ende der Welt ist nah. Ich hab mich merkt ihr meine Worte? Was ist das denn? Hier kommt eine Lampe. Du bist in einem privaten Bereich. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin ja schon weg. Und jetzt Armeen, das ist ganz voll. Da ist er doch, da ist er doch. Oh Mann, da soll wahrscheinlich wieder Schwertkampf machen. Ja, den findet man ja nicht. Hallo, Robert. Gelobt sei Jesus Christus. Hä? Kenn ich nicht. Tach. Ich muss nach Skalitz. Nee, erstmal das. Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. Ja, in Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Kornspeicher voll sind und Sigismund damit seine Truppen ernähren kann? Das ist es nicht. Echt nicht? König Karl. Möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Was weißt du über die Kumpanen? Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Klar. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Stimmt. Der kleine Mann muss auch drunter leiden. Ja, und die kleine Herr Robert, Frau, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein. Aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Ja, Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Pff, Kacken. Ich muss meine Eltern begraben. Ja, das musst du machen. Nein! Ja, ich wollte nur mal gucken. Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge, willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Was ist das denn für ein Blödmann? Ich hau einfach ab. Klar. Ich will weg. Muss ich das auf eigene Faust machen? Klar. Oh ja.
Seit Sigismund Kottenberg erobert hat, kann man nicht mal mehr gewöhnlichen Pilgern trauen. Es gehen so viele Briganten um, dass man nie weiß, ob man lebend von den Feldern heimkehrt. Und die Adligen tun nichts dagegen. Genau. Gar nichts. Seid Humankapital. Menschenfresser, um Himmels Willen. Wo hast du sowas gehört? Unsere Späher sollen bei Skalitz einen Haufen frischer Menschenknochen gefunden haben. Heilige Jungfrau Maria, beschütze uns. Ihr Männer, vielleicht legt er ja ein Ei. Das Ende der Welt ist nah. Merkt ihr meine Worte? Gott bewahre. Sie sind irgendwie teilweise sehr apathisch. Oder die wollen nichts mit dir zu tun haben. Das ist Votava hier. Das ist der Händler. Glück und Gesundheit. Ach, der Händler. Handeln. Können wir handeln? Oh, hoffentlich hat der Dietrich. Wenn du Geld hast. Oh, massig. Ich bescheiße ja mal. Ist der teuer. Butterfleisch ist auch gut und eine Fackel. Wie viel brauche ich denn? Viele. Machst du doch eh kaputt. Oh, 36. Na, oh, so viel hast du nicht. Ich muss falschen. Ich will nur 12. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Soll ich jetzt mein ganzes Geld ausgeben? Wie wär's damit? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Hier ist's gleich, wer auf dem Thron hockt. Solange im Land Recht und Ordnung. Dann halt nicht. Dann leck mich. Ja, dann gib ihm doch die 18. Du brauchst 18. Den Dietrich. Nein, ein Dietrich. Und wir haben so viel Truhen gesehen. Da vielleicht sind da noch andere Dietrich. Ich brauche das Geld, um ihn zu bestechen, damit er mich rauslässt. Bitte? Siehst du, ich muss hier raus. Aber nimm das Pferd mit. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Ja, ja. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Erstmal quatschen. Du musst immer quatschen. Der Befehl hat sich geändert. Ich habe wichtige Informationen für Herrn Ratzig von Herrn Divischs Speeren. Das Schicksal der Skalitzer hängt davon ab. Herr Robert befahl mir, sofort aufzubrechen. Schön ausgedacht. Verpiss dich lieber, bevor mir der Kragen platzt. Ich meine, ich habe alles bisher auf Sprache gemacht. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was schwebt dir vor? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn Palmberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Also ich versuche etwas aufzutreiben. Das ist interessant jetzt, ne? Das würde ich machen. Aber ich bin doch kein... Ja, ja, da habe ich den falsch geskillt. Apropos Skillen. Spieler. Ja, kann man nicht hier Punkte vergeben? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Redekunst hast du aber schon ein bisschen. Da kannst du doch vielleicht doch und so. Da ist ja nur eine 1 vor. Ich weiß nicht, was das hier ist. Spezialisierungspunkte. Ja. Achso, ich könnte mir jetzt hier irgendwas... Könnte ich das auswählen? Hochwohl geboren, von niedriger Geburt, was heißt das? Weiß ich nicht. Ach so. Aber Info. Deine Redekunst ist um 3 Punkte erhöht. Wenn du dich mit Adligen und wohlhabenden Leuten unterhältst, kann nicht mit der Spezialisierung von ihrer Geburt kombiniert werden. Ja, und niedrige Geburt ist wahrscheinlich genau das andere. Das ist das Gegenteil. Ne? Ja, welche brauchst du denn mehr? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich unterhalte mich mehr mit niederen Leuten, ne? Ja, aber die bringen ja eigentlich nichts.
Ich meine, die Hochwohlgeborenen können doch eher was für dich tun. Ich würde das mal nicht machen. Keins von beiden. Ich würde mal abwarten. Empathie vielleicht später? Das ist aber eigentlich egal. Minnesänger ist schön. Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf um 5% erhöht, wodurch du sie leicht überzeugen kannst. Zudem kannst du die Dienste von Badehaustieren kosten. Ja, das mache ich. Das machst du! Natürlich! Das passt zu dir! Was? Und er hat die Haare schön, er hat die Haare schön, er hat die Haare schön! Er hat die Haare schön. Ja, guck, die Haare schön. Guck mal, Hauptstufe habe ich auch was. Was hast du denn da? Erste Hilfe. Erlaubt es dir, Verbände anzulegen. Asket. Du bekommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Das ist doof. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist in komfortbequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Das ist doch die Duft des Mannes. Wenn du stinkst, bist du bei Gesprächen mit Frauen 50. Ah, da hast du mehr Charisma. Wenn du schmutzig bist. Er riecht so männlich. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fertigkeit der Heimlichkeit um 30% verringert ist. Ich finde das irgendwie gut. Nee, das finde ich ein bisschen. Ich will ja schleichen. Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts schneller, tagsüber noch langsamer. Das ist auch schlecht. Das ist auch doof. Erhöht geringfügig die Sichtweite bei der Schnellreise, die Chance auszuweichen um 10%. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was andere können wir noch nicht? Das ist gut. Ich glaube, das ist wichtig, ne? Ja. Das habe ich schon. Nein. Nein, das hast du nicht. Doch, das habe ich. Nein, das hast du. Doch, das hast du? Ja. Weil ich mache mal Info aus. Das habe ich noch nicht. Das finde ich aber auch doof. Warum? Das hier habe ich schon. Aha. Das hast du automatisch. Also, als du da geflüchtet bist, da stand da, du hast es nicht gelernt. Ja, aber hier, ich kann es ja nicht. Das ist fertig. Na gut. Sonst wäre das nicht bunt. Na gut. Redekunst haben wir und das. Geräusche. Sattheit, Gesundheit. Ja, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Ich will ja eigentlich auch schleichen. Ne? Buffs. Was ist das? Verletztes linkes Bein, verletztes rechtes Bein? Warum? Fertigkeiten. Fertigkeiten! Kräuterkunde. Da habe ich aber nirgends Punkte jetzt. Da hattest du aber auch was in Heimlichkeit, weil du so öfters rumschleißt. Genau, umhauen. Guck mal, was ist das? Erlaubt es dir, Leute aus einer geduckten Stellung heraus umzuhauen. Das ist doch cool. Das ist doch gar nicht so. Regenmann finde ich auch schön. Na gut, mach mal weniger Lärm bei Regen. Aber du kannst aber Alchemie gucken. Guck mal, Alchemie. Da kannst du vielleicht deine Tränke selber machen, auch so einen Speichertrank. Ja, das wäre mal was, ne? Glaube ich aber nicht. Hexer! Tränke füllen deinen Magen 1% weniger, weswegen du öfters und größere Tränke zu dir nehmen kannst. Na gut, Salz und Rauch. Ah, guck hier, da werden die Lebensmittel länger haltbar. Das ist auch nicht schlecht. Wasser des Lebens. Giftige Klingel. Kannst also deine Klinge vergiften. Boah, da ist aber noch viel drin, ne? Scheiße, du. Pferdekraut. Wenn sich in der Satteltasche deines Pferdes genügend wohlriechende Kräuter befinden, scheut es nicht so leicht. Scheiße, wer kommt da auf solche Ideen? Naja. Schlösser knacken, das möchte ich machen. Beständige Dietriche. Das auch will nicht ich schlecht. Haben. Ja, das ist alles gut. Dann mach das doch mal. Schlösser knacken machst du doch gern. Ja, das muss ich. Du bist so ein richtiger Schurke. Muss man mal so sagen. Du das kommst Kacken immer von, wieder das auf die Knacken von Schlösser. Geht ja dann, ja. Also wenn du auf die Schlösser kackst, dann gehen die auf, die Türen und Truhen. Genau. War doch so? Stand das da? Das war so. Hab ich das richtig gelesen? Statistik. Ja, echt? Gut, alles klar. Ja? Jetzt muss ich eine Rüstung klauen. Wie soll ich das denn anfangen? Erstmal gehst du wieder zurück und kaufst einen Dietrich. Diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen, die mit den seltsamen...
Meinst du echt? Ja, unbedingt. Du brauchst ihn. Ja, wirklich. Da sitzt du doch noch. Moin. Moin. Gib mir doch mal so ein Ding. Ich hätte gerne. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Im einen. Vielleicht findest du ja noch einen. Dietrich. Der ist jetzt teurer. Boah, der ist teurer geworden. Tja, der mag dich eben nicht so. Ist trotzdem falsch. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Da ist er einer, der so, ne? Weiß ich nicht so viel. Der mag dich eben nicht. Sind wir uns einig? Du bist ein Knauser. Nein, der will 17,5 haben. Was? Das ist doch gut. Der ist doch fast voll da. Nein, das ist schlicht. Da schlag ich zu. Hä? Das ist ganz schlicht. Was? Hätte ich nochmal falschen müssen, dann wäre der voll geworden. Er hätte es wieder abgelehnt. Ja, meine ich doch. Ja, ich habe doch nicht gefalscht. Ich habe doch 16,5 ausgewählt. Ich habe dir doch gekauft. Verstehst du das nicht? Da ist er doch. Na gut. Nein, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich sag, was ich bezahlen will. Dann sagt er, was er haben will. Ach so. Das waren 18,5 und dann von 18,1 auf 16,5. Und das habe ich dann akzeptiert. Ja, dann ist das ja leicht. Hey! Wie? Was? Wieso laufen die immer durch mich durch? Du riechst nicht gut genug. So, jetzt lauf mal rum und such mal so einen Wachdienst. Und was? Oh, hier ist privat. Ja. Das ist private property. So ein Wachmann-Dingsbumsen. Such mal. Ja, es gibt aber verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Vielleicht weiß er was. Gott sei mit dir. Das glaube ich nicht. Schade. Er sein können. Ja. Oder ich gehe zu Robert und sag, wenn ich hier jetzt mitmachen will, soll, dann brauche ich eine Rüstung. Das ist das. Kannst du auch mal probieren. Aber ich brauche ja eine Hauptmannrüstung, ne? Sagte er. Ich hab's vergessen. Ich auch. Questlog. Thalmberger Rüstung. Nee, nur ein ich könnte mich als Thalmberger Wachmann verkleiden und so die Burg verlassen. In der Wachstube. Bestimmt für die entsprechende Rüstung in der Wachstube. Genau. Wo ist die Wachstube? In der Burg drin, da wo du geschlafen hast. Guck mal, ist das nicht schön? Ja. Ich mag das ja. Moin. Aber wo ist hier die Wachstube? Da ist doch immer noch ein Ausrufezeichen da oben. Hä? Das ist ja wurscht. Nee, das ist nicht, das ist eine Quest. Ja. Sozusagen. Nein, du bist jetzt in der Küche. Ja, mach doch nichts. Das war hier leicht. Ach, die Truhe hier war leicht. Die kann hier jetzt nicht knacken, weil alle zu. Obwohl sie ist ja völlig apathisch immer noch. Ja, trotzdem. Dann kriegt sie das doch ja mit. Wo ist denn die Wachstube? Wo ist denn dein Pferd eigentlich? Das. Aufsitzen, stehlen. Nee, das ist nicht mein Pferd. Das war das mit den weißen Flecken auf dem Das hier, ne? Nein. Auch nicht. Aufsitzen und stehlen? Aufsitzen, das ist mein dein Pferd. Genau. Gut zu wissen, ne? Wenn ich schnell weg muss. Ja, eben. Zweite Was mit rechts. Dem, guck mal, schwarzen Schwanz. Dunklen Was? Schwanz. Was mit dem Was? Dunklen Schwanz? Ach so, das Pferd. Wo guckst du denn hin? Ich rede vom Pferd. Und von Schwarz. Der ist weggegangen. Ist hier die Wachstube? Nee. Wo ist denn hier die Wachstube? Unten, wo du geschlafen hast. Hier? Unten, wo du geschlafen hast. Unten. Hier war die Wachstube im Turm. Weil der ist ja weggegangen. Der ist weggegangen, ne? Ah, da kommt ja schon wieder, Mist. Das ist das Gefängnis. Meinst du? Ich hab meinen Fuß gebrochen.
Ich kann ja nicht schlafen. Da läuft. Ist der da oben? Ja. Muss leise sein. Ja. Wenn er dich hört, machst du piep, 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 miau. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Echt? Ja. Meinst du, die erwischen dich? Ja.